Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Yogisfelden. Ich bringe gerade meinen Hänger wieder nach Hause, weil ich gerade mal so ein bisschen was ausprobiert habe in Sachen Silage. Aber ja, ich muss mich damit noch näher beschäftigen. Ihr seht es oben rechts, dass ich die Zeit 120-fach vorlaufen lasse. Und ich stelle fest, dass ich meinen Kopfhörer mal etwas leiser machen müsste, weil mir platzen gleich die Ohren. Okay, ich möchte mir ganz gern in dieser Folge, also ich spule vor, weil ich jetzt endlich möchte, dass Sommer ist. Ah, reicht jetzt mit Frühling. So viel Frühling verträgt kein Mensch. Und dabei muss ich natürlich so ein bisschen unsere Kühe im Auge behalten. Versteht sich von selbst. Aber ich denke, diesen einen Tag überleben sie noch. Jetzt muss ich natürlich mal gucken. Wartet mal. Falsche Richtung, ne? So, jetzt machen wir nochmal normal. Weil ich mir nämlich noch was kaufen möchte. Und dafür hoffe ich, dass ich jetzt noch rechtzeitig bin. Nicht, dass der Händler jetzt 18 Uhr zumacht. Wenn man nicht drüber nachdenkt, naja, ich habe schon drüber nachgedacht, was ich mache, aber naja, dass die Zeit dann doch so schnell rast. Ich weiß es nicht. Nein, ich möchte mir nämlich mal ein Milchfass kaufen, weil wer weiß denn schon, wie schnell unsere 18 Kühe da mit der Milchproduktion sind. Da bin ich mal gespannt, in der Hoffnung, dass das hier nicht Mitternacht einfach verkauft wird. Aber das sind ja Dinge, die zu testen sind. Ansonsten müssen wir nämlich dann relativ zeitnah immer die Milch wegbringen. Weil ich will doch Joghurt, ne? Ich habe heute schon wieder Sprachprobleme. Ja, ich bin immer noch krank. Mittlerweile habe ich sogar eine Angina. Ich freue mich. Kurz vorm Urlaub. Geil. Muss man unbedingt haben. Aber gut. Das ist nun mal so. Muss ich jetzt wohl durch. Aber Gott sei Dank bin ich ja schon wieder auf dem aufsteigenden Ast. So, jetzt gucken wir mal. Wo war denn das? Universaltechnik und ich wollte doch das schicke Milchfass. Hier, ist es nicht schön. Das ist ein Dings. Das möchte ich denn doch nicht. Ach, naja, das werden wir uns auch irgendwann wiederholen. Nein, wir nehmen denn wohl denn doch ein normales Fass. 30.000 Liter. Haben wir sowas nicht sogar schon? Wieso ist denn das so teuer? Holle die Waldfee. Das haben wir schon. Kann ich mir nicht leisten. Hm. 10.000 Liter ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Was haben wir in der Garage? Wir haben doch da so ein... Uch. Tü. Da ist der Frosch im Halse gewesen. Wir haben doch hier schon so ein Fässli. Kleines, süßes Fässli. Ach, du lieber Himmel. 7.300 Liter. Können wir da? Ne, das kann nur Wasser, wa? Aber lassen sich Flüssigkeiten... Okay, pass auf. Wir probieren das einfach aus. Dann können wir jetzt hier unsere Zeit doch starten. Aber erstmal fahre ich hier raus. Ach, ich und mein Chaos. Stimmt, ich habe ja gar nicht mehr so viel Geld. So, was steht denn da? 22 Uhr. Naja, gut. Und bam. Dann eben so. Ja, ich fahre jetzt anständig. Ist ja gut. Es ist ja gut. The message ist angekommen. So, hier haben wir noch unser Dieselchen. Naja, also ihr seht, wir müssen uns noch so einiges hier zulegen. Ich hoffe denn, wenn mein Sohnemann wieder mitspielt, dass wir dann hier auch ein bisschen besser vom Fleck kommen. Vielleicht ist er ja schon in der nächsten Folge wieder mit dabei, aber das weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau, weil so die Woche vor den Ferien, ihr wisst das selbst, ach, da muss so viel geregelt werden in der Schule. Oh nein, guckt euch das an, jetzt kommt der scheiße Wetter. Ach Herrgott, noch eins. Muss denn das sein?
Mensch, das finde ich jetzt aber echt nicht nett. Oh Gott! Gegenverkehr, auch das noch. Ach so, hier, komm. Damit keiner behaupten kann, er hätte mich nicht gesehen. Man sieht mich jetzt über die ganze Map. Ja, ja. Regen. Regen. So, und das Symbol da oben heißt jetzt, aber ich habe doch angestellt, dass ich auch bei Feuchtigkeit ernten kann. Pass auf, das probieren wir gleich mal aus, wenn wir auf dem Hof... Oh Gott! Guckt euch das an hier. Da kommt ein richtiger Sturm hier. Du lieber Himmel. Ich will ins Trockene. Meine armen Kühe. Ich hoffe, die sind im Stall. Und die Pferdchen, um Gottes Willen. Die haben gar keinen Unterstand. Ich lege bei euch für Yogi, wenn er denn mit seinem Umzug fertig ist, mal ein gutes Wort ein. Falls er doch noch eine Map-Variante macht. Dass die lieben Pferdchen auch noch ein Ställchen bekommen. Oder zumindest so einen kleinen Unterschied. Aber das kann ich auch selber machen. Mensch, Leute. Wir können doch mal Mod-Hub ein bisschen durch die Gegend gucken. Das war ein F zu viel. Oh Gott, guckt euch das an. Ist ja grausam. Gruselig. Ziemlich gruselig. So, passt auf. Jetzt gucken wir mal. Ewi aussteigen. Alt und S, ne? Ich habe nämlich hier angestellt, Ernten bei Feuchtigkeit an. So, jetzt haben wir uns das Symbol natürlich gemerkt. Jetzt gucken wir mal. Es hat aufgehört zu regnen. Ey, du mich auch. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt es ja wohl nicht. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Okay. Na gut. Denn eben nicht. So, Leute. In 5 Minuten ist Sommer. Sommer. Im Sommer ist da. Aha, der Sommer ist da, würde ich mal eher sagen. Und die Tage werden länger. Es ist an der Zeit, Heu zu machen und das Reifen der Feldfrüchte zu beobachten. Oh Gott. Verkaufte Milch. Ich hab's geahnt. Okay. Wie schaltet man das aus? Das wäre natürlich jetzt mal... Oh, Tierhaltungskosten. Alter Verwalter. Was soll denn das? Hier bis zum nächsten Morgen vorspulen. Aha. Offensichtlich nicht. Na gut, dann warten wir halt mal, bis es wieder... Ja? Was aber allerdings sehr interessant ist, wir müssen ja aber echt bei unseren Küchen. Oh Gott. Wasser. Sie brauchen Wasser. Oh mein Gott. Rapide. Ui. Also wir müssen dann relativ schnell erstmal unsere Taschenlampe einmachen. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Ist ja ganz schön dunkel hier. So, das ist das Teil. Okay. F. In welche Richtung fahre ich denn jetzt? Falsche Richtung. Ich sehe nichts. Oh, Autosave. Mitten in einer Kurve. Wie unpraktisch. Meine Güte. Weiß das Spiel denn nicht, dass ich hier im Dunkeln lang fahre? Oh, ich habe im echten Leben im Dunkeln schon so Probleme. Das ist ja hier echt richtig finster. Ich brauche mehr Lampen. Wo bin ich denn hier? Hier, Tankstelle. So, das heißt, da hinten ist irgendwo unser Wasser. Oh, Baum. Oh mein Gott. Ah, es wird heller, die Dämmerung. Halleluja. Entschuldigung. Manchmal geht es einfach mit mir durch. Ich habe vergessen, welche Tastenbelegung das ist. Sehr gut. Ist ja nicht schlimm. Kann ich auch da klicken. Also, ganz ruhig. Also müssen wir zusehen, dass wir vor Mitternacht unsere Milch verkaufen. 3600. Ach komm, da tanken wir doch gleich nochmal auf. Scheinen ja sehr durstige Tierchen zu haben. No? Ja. Und das ist voll.
Ja, ich komme ja schon. Keine Sorge, ihr verdurstet uns nicht. Nein, nein. Moin. Der rennt auch bei Wind und Wetter draußen rum, ja. Ganz schön hart gesitten, der junge Mann. Naja, was willst du dazu noch sagen? So. Guten Tag, die Damen. Ich liefere Ihnen Wasser. Bitte nicht erschrecken. Ja, können ja mal ein bisschen weniger Licht machen. Die rennen ja sonst ganz panisch davon. So, dann gucken wir mal. Das hat ja das letzte Mal mein Sohnemann gemacht. I? Ah, auf der Seite. Gleich einen Trigger gefunden, ne? Das ist ja super. Oh oh. Okay. So, Mädels. Prost. Holla die Waldfee. Was sind denn hier Tierhaltungskosten? Junge, Junge, Junge. Tja. Sehr interessant. Also wir brauchen unser Geld tatsächlich. Also wir können hier nicht alles raushauen. Daher können wir uns unsere Kühe nicht mehr leisten. Die Frage ist ja, ob wir auch das gleiche Geld wiederkriegen, wenn wir sie verkaufen. Wenn es denn irgendwann mal so viele sind. Alter Verwalter, wie viel kommt denn zusammen, wenn man 100 Kühe hat? Oh, oi, oi, oi. Also wir müssen produzieren. So. Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Gucken wir noch mal. Jo. Stroh haben sie noch. Das ist schön. Das hat sich bestimmt weggenommen. Schön. Gras, Silage, Heu. Also Kraftfutter. Sauberkeit. Ach, die haben doch eine Wiese. Meine Güte. Mensch, Mädels, ehrlich. Gut, dann holen wir uns mal unseren schönen Hänger. Hallo, geh weg. Geh weg. Nee, nee, nee. Naja, aber hat ja denn gar nicht mal so lange geregnet. Da geht es noch. So kann ich den eigentlich hier auch so einzeln oder muss ich den an den anderen? Oh, na, guck. Hier doch. Weil ich hatte ja total Liebe, mit so einer Form hier zu fahren. Aber ich brauche ja nicht rangieren. Sagt sie jetzt und wird gleich hier in Schweißausbrüchen sitzen. Ach, fürchterlich. Null. Hatte ich hier nicht was gelagert? Sei Dank, aber das war nicht viel. Oh Gott. Sie werden verhungern. Ja. Ja. Okay. Der Plan ist dann schon mal nicht aufgegangen. Hier. Ach, gucke, da pennt noch einer. Oh, das ist krank. Oh Gott. Ja. Ruhst du dich nur aus oder bist du todsterbenskrank? Hallo? Du siehst nicht gut aus. Oh, oh. Leute, ist das normal? Ach, die ist auch gerade aufgestanden. Du ruhst nur, ja? So Wiederkäuer und so, ja. Keine Panik, keine Panik. Ach so, jetzt da die Ballen liegen. Oh, alles schön. Halt so rum ist auf mit der linken Maustaste. Moin, schon wieder. Ich glaube, der macht auch den ganzen Tag nichts anderes als hin und her laufen. Also, ich glaube, wir sollten den echt mal ein bisschen im Auge behalten. Komischer Typ. Das ist das. Nein, das kann nicht Juri sein. Ich glaube nicht, dass Juri so apathisch hier rumlaufen würde. Der kennt ja schließlich diese Map. So, jetzt gucken wir mal. Schnappen wir uns hier mal Öhne. Motoren. Yay.
und los geht's. Erwähnte ich bereits, dass wir Handwerker haben? Die gehen mir ja so auf den Zünder. Meine Güte. Am geilsten ist ja, wenn sie denn mittags, da wo man vielleicht so ein bisschen Bubu machen möchte, weil man ja krank ist und so, ne? Da legen sie das richtig los. Oh, ich meine, ich habe ja dafür Verständnis, sie machen auch nur ihre Arbeit, aber hallo? Ja, es gibt keine Mittagsruhe mehr, das weiß ich auch. Aber das ist echt nervig. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu sehr. Vor allem, die haben jetzt... Es sind zwei Wohnungen, die hier bei uns gemacht werden. Und ja, jetzt sind sie bei der zweiten und die ist direkt unter uns. Ja. Da verflucht man doch, dass man jetzt krank ist, wo die hier umbauen. Das macht Laune. So, hier, komm. Zacki, zacki. Oh, oh. So, dann gucken wir mal. Silage, ein bisschen geht noch. Ein bisschen geht da noch. So, jetzt überlege ich, wo war denn das mit dem Gras? Gras war draußen, glaube ich, ne? Oder war das das Heu, was draußen hin muss? Ich weiß es nicht mehr. Und hört jetzt auf, darum zu hämmern. Meine Güte. Ach Gott. Ich habe damals meine Wohnung selber renoviert. Oder sie war eigentlich mehr oder weniger. Sie war tapeziert, sie war schick. Tja. Also die hier neu einziehen, die haben richtig Luxusleben, ne? Da wurde mal alles komplett neu gemacht. Vom Fliesenspiegel bis zum Boden. Nein, ich gönn's denen ja, ne? Wenn der Vermieter sagt, jo, mach ich für euch, dann ist natürlich top. So. So. Hallo? Hallo? Mögen Sie meine Silage jetzt etwa nicht mehr haben? Warum nicht? Hallo? Aber ist doch gar nicht voll. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das ist nicht in Ordnung. Mysteriös. Naja, dann eben nicht. Denn in der nächsten Runde. So, dann machen wir hier mal runter. Dann parken wir den auch wieder schön vom Bunker. Aus die Maus. Ja, da. Die wollte ich haben. Was sollte man jetzt holen? Gras. Gras, Gras, Gras. Ach, ist das schön, wenn die Stimme eh schon Mist ist. Ja. Ach, Junge. Fragt sich ja mal, wann der mal schläft. Also der muss auch irgendwann mal schlafen. Die komische Tante, die da hier in meinem Haus da sitzt, die ist auch immer da. Die geht auch nicht schlafen. Ich finde das schon sehr eigenartig. Hallo? Hallo? Ja. Groß. Ja, ich würde sagen, das reicht. Was dann wiederum der Vorteil an diesen Hängern ist, ne? So. Gucken wir mal, ob das Gras hier war. Oder ob hier das Heu war. Nee, das war hier. Oh, 3 Tage. Das ist schön. Dann sind wir ja bis zur Ernte erstmal versorgt. Und wenn die Ernte dann anfängt, dann müssen wir auch hier Panik schieben. Alles klar. Gras ist voll. Kraftfutter. Kraftfutter haben wir nicht, weil da fehlt uns Stroh.
Aber ist gut. Ist alles gut in 52 Stunden. Holla, die Waldfee. Hallo. Hallo? Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Ist nicht in Ordnung. Geht ja einfach los. Und nach Motto Weiche. Nee, ist klar. Das habe ich mir gemerkt. Das ist gespeichert. Ja, ja. Na gut, ihr Lieben. Dann haben wir unsere Kühe jetzt soweit, dass wir sagen können, man könnte erstmal den Sommer hier was anderes machen. Werde mich dann wohl in der nächsten Folge, oder das können wir ja gleich noch schnell machen, mal so ein bisschen planen. Wachstum. Alles noch im Wachstum. In der letzten Wachstumsphase sieht dunkelgrün aus, ne? Ja. Oder das? Nein, das. Sehr schön. Das heißt wohl, denn morgen oder so, oder übermorgen oder am Herbst, können wir anfangen zu ernten. Ach, da freue ich mich schon. Also werde ich noch ein bisschen rumspulen. Vorher versuchen, hier die Milch wegzubringen. Sollte es mir gelingen, nehmt ihr natürlich daran teil. Ha! Gut, alles klar. Ich muss, glaube ich, Medizin nehmen. Ich werde verrückt oder so. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Ertragen. Wünsche euch noch einen traumhaft schönen Tag und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao!